Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Legaia 2 Duel Saga. So, wir befinden uns hier immer noch in Jinga. Denn ich möchte mich jetzt ein bisschen in Jinga umgucken. Nachdem wir uns im letzten Part einen in die Gruppe eingeladen haben. Was ist das? Ist das einfach nur ein Stein? Kann ich da drauf gehen und dann ist da irgendwas oder so? Ne? Ja, toll. Es gibt ein schönes Bild. Ist okay. Sag ich mal nichts zu, außer dass es ein schönes Bild war. Ich meine, davon könnte ich mir jetzt einen Schnappschuss machen und dann, keine Ahnung, als Poster ausdrucken oder so, wenn ich das möchte, aber. Muss nicht sein. Was ist das? Gigantischer Hupflatig oder sowas? Ich weiß das nicht. Also wir werden erstmal Jinga untersuchen, damit wir sagen können, wir haben Jinga untersucht, abgesehen von dieser sogenannten Centurion-Challenge, weil das ist wahrscheinlich etwas, was wir nicht gut hinkriegen werden. Zumindest nicht jetzt. Keine Sorge, ich nehme nur Sachen mit. Okay, ihr habt Waffen. Also ich müsste diese Sachen eingeben und würde dann die Sachen kriegen. Oh wow, ich gebe ein Bikini aus und krieg dafür eine bessere Jacke. Kann ich? Nee, ich habe hier gar nichts. Wow. Found around Draconia. Dann kann ich das bestimmt demnächst mal kriegen. Für eine massive Axt! Oh yeah! Steine und sonst was. Also ich könnte hier Steine eingeben und würde Besseres rauskriegen. Zum Beispiel hier, ich kann einen... Ja, einen. Und habe schon mal wieder ein neues Item. Das kann ich mit allem machen, wo ich wenigstens zwei habe. Und wenn ich da 14 habe, kann ich sogar 7 oder sowas machen. Und da habe ich nur 7. So. Machen wir hier 3. Quantum Bell. Was auch immer. Nee, einfach die Axt. Okay, das sah gerade. Also, das Kissen sah gerade in der Bewegung so aus, als hätte es mit einem Schwanz gewedelt, wenn das irgendwie Sinn macht. Also angenommen, es wäre ein Hund, dann hätte es mit dem Schwanz gewedelt. Aber es ist kein Hund, das war ein Kissen. Ja. Gespenster, nur hier bei Let's Play Legend of Legaia. Nee, Legaia 2. Ja. Schon eher. Nur mit Kommi sieht man Gespenster in Kissen. Soweit ist es schon mit mir gekommen. Ich setze mich hier hin. Nehmt das mit euch auf und was sehe ich? Gespensterkissen, die mit dem Schwänzchen wedeln. Also, ah, Mann. Ich glaube, ich sollte mehr schlafen. Und nicht weniger schlafen und dann Kissen sehen, die mit den... Ja, und dem wächst Moos aus der Nase. Wundert mich aber bei der Statue nicht. Wundert mich bei Statuen allgemein nicht. Sollte ich vielleicht so sagen. Wow, mehr Statuen. Yay. Vielleicht haben wir hier noch einen Tauschhändler. Wer weiß, wer weiß. Der Tisch sieht auch aus, als könnte ich da aber einfach drüber laufen. Wow, du bist die Mutter von... Ja. Von Ein. Ein. Na gut. Ist aber ein ziemlich kleines Dorf, nur mit relativ wenig Leuten. Irgendwie. Wobei ein kleines Dorf klingt jetzt blöde gesagt, wenn ich eine halbe Stunde brauche, um überhaupt ein Gebäude zu erreichen, aber warum sind die Treppenstufen sehen irgendwie relativ normal aus sogar, finde ich. Ja, aber die Sache ist halt, ne, das sind Leute. Was ist das? Hallo! Kontakt ist strengstens verboten, aber hier, nehmt meine Sachen und tut mir nichts. Okay, die hat nichts Interessantes. Und die verkauft mir Fresschen. Auch nichts Interessantes. Na gut, dann noch die Truhe mitnehmen. Und dann sind wir weg. Dann gehen wir nach Draconia. Endlich. Endlich, endlich, endlich in Draconia. Endlich mal ein bisschen mehr. Ja, ich sag mal, die Mission erfüllen, die wir erfüllen wollten und nicht sonst was machen. Also ehrlich. Das ist einfach nur ärgerlich.
die ganze Zeit nichts zu tun haben. Nichts zu tun, nichts zu machen. Oh Gott. Das war ja von hier auch immer noch so ähnlich lang, ne? Aber hier sind keine Häuser mehr, glaube ich. Nein, Sir! Hier sind keine Häuser! Keine Häuser! Yay! Ah, fuck. Immer noch. Ach ja, stimmt, wir müssen bis zur Küste wieder, ne? Ja, wenigstens bin ich da. Ich bin angekommen. Wir können weiter. Oh, Schatzruhe. An der Küste. Ziemlich geschickt getarnt, ne? Kurz vorm Ausgang hier. Bevor ich das aber mache, möchte ich einmal wieder zurück nach Cravia. Und das wird jetzt allein schon animationstechnisch lang genommen, bis ich da bin. Das geht hinterher ein bisschen schneller. Wenn ich mein Portables... Nein, nein. Ich werde kein Teleportationsgerät bekommen, aber... Es wird schneller gehen. Leute, die das Spiel kennen, wissen, was ich meine, aber die sollten es jetzt hier nicht rumspoilern. Das wäre nämlich irgendwie schade. Warum steht der eigentlich da oben drauf? Ich weiß nicht, das stört mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Oh, Kazan, was ist los? Du hast mir nichts zu sagen. Commie-Fellow, das bin ich, ja. Du musst stärker aussehen, als wärst du was. Oh mein Gott. Was war das? Okay, egal. Das könnten wir machen. Wir werden aber erstmal My Daughter is Lost machen. Eine Quest von Count Lonardello. Er sagt, seine Tochter Cammy ist weg. Sie ist vom 3-Sterne-Hotel verschwunden. Ja, das machen wir. Machen wir. Also wir sollten zum Hotel gehen und mit Count Donatello, Cornatello, wie auch immer sprechen. Donatello, Teenage Mutant Ninja Turtles. Nein, nein. Fast, aber nein, nein, nein. Ja, da freue ich mich so sehr, dass ich eigentlich wieder nach Darrakeen... Nicht Darrakeen, nein, eigentlich gar nicht nach Darrakeen. Draconia, so. Ich nach Draconia könnte, aber nein! Da bin ich wieder und sag, ihr dachtet, ich würde weitermachen? Niemals. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob wir hier jetzt was Neues lernen können. Nö. Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich, mir egal. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Ich bin weg. Eigentlich ist das... Oder ich hoffe mal, dass es jetzt eigentlich ganz gut klappen sollte mit unseren Leveln und so. Gehalt sind wir auch noch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das hier war das 3-Stern-Hotel. Jawohl. Ja, keine Sorge, ich mache ja einfach nur. Ist er hier drin? Ja, Lonatello. Donatello, wie auch immer. Meine Tochter war in diesem Raum, aber die Rezeptionistin schwört, sie hat niemals das Hotel verlassen. Ja, wir wissen ganz genau, was hier los ist. Wir haben es ja schon 2000 Mal gemacht. Wir können es auch noch ein fünftes Mal machen. So, ich hoffe jetzt nur, dass ich einigermaßen schnell dahin kommen kann, wo sie ist. Ohne hier viel wieder zu ändern eben. Das ist jetzt so die Sache für mich. Ja, Mann, ich liebe Kanalisationen. Kanalisationen sind so awesome. Sie sind so pitschnass und dreckig und voller Moos und Gegner und Schleimen und was weiß ich nicht noch. Müsste, glaube ich, irgendwo hier sein. Irgendwo im Nordwesten der Kanalisation. Und wir sind so im Norden angefangen, also weiter nach Westen. Ihr wisst schon, was ich meine. Now! Not later! Now! Die sollten zumindest diesmal relativ zügig sterben. Oder was heißt diesmal? Hat die Gute keine AP mehr oder warum hat sie jetzt nur mit dem Ravestorm angefangen? Ich habe nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Und tschüss. Und tschüss. Ja, geht doch. Nee, 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 nee. Also spätestens wenn Kazan zuhaut, sollten die Viecher wenigstens erledigt sein. Selbst wenn das Viech mich hier zu Tode blockt. Du hast danach gefragt. Ich wollte deine Nummer! Too easy! Oh yeah! Gib mir mehr! Gib mir mehr! Nein, lieber nicht. Aber Materialien, das ist immer gut. So, die Tür
können wir nicht von dieser Seite aus öffnen, glaube ich. Nein. Okay, fein. Dann darf ich jetzt wieder die Tusnella hier richtig suchen. Ist das elendig? Elendig nervig. Ah, geht doch. Wir biegen um die Ecke und... Ach du liebe Güte, seht euch an, diese Skelette an. Ich bin komplett umzingelt. Ha! Die bösen Skelette kommen näher an unsere Heldin heran. Was wird passieren mit der wunderschönen Cammy? What the fuck? Das ist wie ein schlechtes Stück. Bleibt dran für Akt 2. Vorausgesetzt, ich schaffe es hier raus. Da ich schon mal meinen Charakter drauf habe, versuchen wir mal einen süßen, mädchenhaften Schrei. Kia! Gute Güte, das kann ich doch noch viel besser. Ja. Das war strange. Und das fängt mit einem Ambush an, was ich sowieso kacke finde, aber naja gut. Warmonger. Diese Typen können, meine ich, auch wieder die Hate Force. Ich sollte nicht bei denen draufgehen, weil ich ziemlich gut gelevelt bin mittlerweile, aber die Hate Force muss ich dann trotzdem hinkriegen. Curse? Weniger schlimm. Hate Force geht mir auf die Säcke. Auch wenn Spellbound, glaube ich, hieß, dass ich keine Arzt mehr einsetzen konnte oder sowas. Ich bekomme nicht mehr Hate Force. Hate Force. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein lieber Himmel. Ja. Ist okay, nehme ich hin. Bei 3900 ist das noch gar nicht mal so schlimm. Habe ich irgendeinen Scheiß angegeben als allererstes? Oder warum haben sie gerade keine Arzt gemacht? Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr davon. Ja, ne, 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 ne. So. Skylord. Ja, machen wir Skylord. Und dann den Rising Stars, Lake Cutlass und was anderes kriege ich nicht mehr hin. Hoffe ich mal, dass diese Gegner jetzt draufgehen. Aber ihr habt ja gesehen. Prinzipiell... ja, überlebe ich den Schaden von den Gegnern sehr gut. Abgesehen von der Hate Force, die bei diesen Viechern ziemlich ausgeprägt und schnell ist. Ah, der überlebt sogar. Ah. Also sie halten ein bisschen mehr aus. Doch, ja. Aber da ich mir vorgenommen habe, die Quests alle zu erledigen, muss ich auch nur mal hier das machen. Das ist einfach so. Vielleicht überlebt er das jetzt nicht mehr. Nein, das überlebt er auch noch. Oh Gott. Ja, und Komi kann jetzt keine Dinge mehr machen. Keine Arzt mehr. Also einfach nur draufhauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ein längerer Kampf. Ich sehe es kommen. Oh Gott, nein. Nicht schon wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das waren weniger. Ich glaube, nur 4 sind durchgekommen. Yeah! Immer noch Schaden ohne Ende, aber... 200 pro Bällchen, ne? Also ist das einzig Gefährliche momentan. Immerhin etwas. MP habe ich 322. Dann setzen wir doch mal den Final Flash ein. Aber erst beim nächsten Mal, Leute, denn ich habe keine Zeit mehr. Okay, Moment. Der eine war bei einer Platt. Also den hier. Aber können wir Cammy aus dieser gefahrenvollen Situation retten? Das sehen wir alles beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.